Alles klar, ich habe die unterste Ebene erreicht und hier ist kein Boss, der auf mich wartet. Sehr verdächtig. Ich werde trotzdem hier voll geeilt. Also ja, da kommt gleich irgendwas, ne? Pass auf. War eigentlich gar nicht jetzt so schwer, sich hier durchzukämpfen, war so einfach als in der letzten Ebene. Man muss sich einfach notieren, wo jeder Weg hinführt, welche Gabelung, und ja, dann irgendwann kommt man dann schon zum Ort. Also so unglaublich schwer war das jetzt nicht, muss ich jetzt mal zugeben. Ja gut, dann würde ich sagen, ich bin Level 177, ich habe 2 Level hier bekommen. Ich bekomme nur noch 2 FP pro Level ab, was ich ein bisschen doof finde, aber was willst du machen, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich habe gespeichert, wir gehen jetzt hier rein und hoffen, das war, was auch immer jetzt kommt, levelmäßig schaffen, aber bisher hatten wir jetzt nicht so viele Probleme, also nehme ich jetzt mal einfach an, das wird jetzt auch nicht so schwierig. Oh. Das sieht anders aus. Schaut mal. Sieh an, Oma ist also doch nicht tot. Ja, was ist denn das für eine Monstrosität? Klär uns auf, Wunderknabe. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding ist. Hören Sie auf, Oma. Von denen, die Sie einsperrten, ist niemand mehr übrig. Sie können unmöglich nachempfinden, welchen Pein mich quält. Das Amrita genügte nur für einen, und so lastete das Leiden meiner Brüder auf meinen Schultern allein. Mein Streben wird nicht vergebens enden. Ganz ruhig. Was zur Hölle? Dieses Schwert, unglaublich. Wir hatten nie aber noch einmal einen Blick auf unsere vergangenen Siege zu erhaschen. Vor langer Zeit schmiedeten wir jedes Schwert aus den mächtigen Apatea. Und jetzt haben wir das Wesen selbst. Erstattet Ehrfurcht vor dem Spiraldrachen, dem früheren König der Entlexia. Davon hat allerdings, glaube ich, geredet hier Duke, ne, im letzten Kampf. Vorgebracht mit einem einzigen Streben, die Entlexia durch ihre eigenen Hand zu verheeren. Doch nun, da alle Schöpfung uns verriet, nutzen wir seine größte Macht gegen sie. Hervorbeast, verschlinge diesen Körper, verziere seine Macht, auf dass du diese Welt in Schutt und Asche zu legen vermagst. Oma, nein! Halt es, Tell! Oh. Oh, die haben fusioniert, okay. Wie stark ist dieser König der Intellekte überhaupt? Er ist gewiss nicht schwächer, als er aussieht. Wir müssen verhindern, dass dieses Ding die Oberfläche erreicht. Was sollen wir hier tun? Ist doch klar, wir halten ihn davon ab zu gehen. Mach dich bereit. Ja, kein Problem. Spiraldrachen, Körper, okay. So, 200, oh Gott. Und 1,05 Millionen HP. Oh Gott, der hat mehrere Dinger hier. Mein Gott, wie viele Dinge hatten der? Soll ich ihn ja angreifen? Eins, was? Warum? Erstmal muss ich hier alles erkunden, ey, Junge. Oh mein Gott. Bestimmt irgendwie irgendwas als erstes hier angreifen, ne? Okay, wir machen nur einen Schaden die ganze Zeit. Rechtes Schwert, da komme ich noch gar nicht hinterher, ey. Linker Kopf auch noch. Oh, was? So, was muss ich jetzt hier angreifen? Das ist die Frage, ne? Mein Gott, wie viele Dinge hatten der noch? Die können alle im Überlimit gehen, so wie ich das jetzt hier sehe. Gott, ey. So. Ich weiß nicht, was ich auch als erstes hier kaputt hauen soll. Wieso mache ich keinen Schaden? Stehe nicht. Hat er die Dingens hier oder was? Oh, der hat die
Teufelswaffen kaputt gemacht oder wie? Ja, super. Okay, dann muss ich die Waffen hier wechseln anscheinend, ne? Super, ich weiß auch gar nicht mehr, was hier schon als Schärfe und Endlichkeit, ja. Oh Gott, muss ich jetzt echt hier die ganzen Waffen wechseln? Ich nehme an, das sind die zweitstärksten Sachen, ne? Da sieht jetzt aus. Kann man jetzt Schaden machen? Schon fast so aus, ne? Ja, ich sehe mehr als einen Schaden. Alter, ist ja voll krass. Aber macht irgendwie Sinn, ne? Mit Teufelswaffen wäre, glaube ich, ein bisschen zu überpowert, ne? Jetzt einfach hier so reingehen können und den fertig machen können. Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, mich nervt es ein bisschen, dass hier alles von dem irgendwie ein Ding machen kann, ja, ein Überlimit. Schon von Überlimit gehen. Kommst du gefälligst darunter? Ja, ich bekomme ja keinen Schaden, ne? Mache ich null Schaden, nee, ne? Na, komm mal her. Ich glaube, ich mache den immer noch keinen Schaden, ne? Doch. Ich glaube, der ist, das Ding ist ja irgendwie Licht, ne? Oh Gott. Ja, okay, da könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, ja. Also nur kann ich ja noch bis auf Level 200 hochleveln, ne? Ah. Solange du dich nicht irgendwie heilen kannst oder irgend so ein Kack, ne? Oh Gott, auf was gehe ich denn als erstes hier los, ey? Hat alles nur so viel. Mal da auf. Oh Gott. Okay, haben wir ein Krona-Symbol oder so? Ja. Glaubt, das wäre, ich glaube, ich aber nicht hier gerade. Ich glaube, das habe ich nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Gut. Sind mal irgendjemand hat aus. Rita hat schon keine TP mehr. Wie sagt das schon passiert? So, Rita, mach mal. Dingens hier, ich sollte vielleicht mal einschneiden, dass sie alle anderen auch Sachen auch wieder einsetzen kann, ne? Weil ich nicht weiß, ob man hier alles braucht. Hm. Weil nur Springfruit ist, glaube ich, auch nicht so dolle, ne? So, dann setzen wir mal Meteoritensturm ein, würde sagen, ne? Definitiv irgendwas treffen mit. Was? Ja, kannst du mich nicht angreifen. Ich bin unbesiegbar. So, komm. Damit werde ich alles treffen. Okay, der Kampf könnte ein bisschen nervig werden, vielleicht. Nur so vielleicht ein bisschen. Aber wird schon irgendwie jetzt nur nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das Ding ist, was ich hier angreife, weil ich analysiert habe. Oh Gott, der gerade heiliger Regen eingesetzt, nee, ne? Ja. Alter, Hilfe, Hilfe, was ist das für ein Angriff? Boah, das war richtig kacke. Jeder einzelne, jedes einzelne Teil von denen kann ein Überlimit aktivieren, ey. Keine Ahnung, was hier los ist, ey. Weiß auch nicht, was hier von gerade. Mein Gott, lass mich doch mal näher an dich heran.
Tower. Ich mal wüsste, welcher Teil davon jemand bei irgendeiner Treffer hat, ne? Okay, Rita hat schon wieder all ihre TP verballert. Wie geht denn das? Okay, ich habe jetzt mal R2 gedrückt und das war sogar richtig. So, ein Teil ist gleich kaputt. Wäre viel einfacher mit Yuri, glaube ich, aber oh, ich bin gelähmt. Super. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Viel zu viel durcheinander gerade. Alter. Oh. So, war von aber machen wir wieder gleich wie vorhin. Hydrinsturm, ich glaube, das bringt's. Mein Gott, ey. Doch ein bisschen übertrieben, ihr findest du nicht? Ich glaube, irgendwann ist kaputt gegangen. Aber so ein cooler Zoom gerade. So, wieder mystische Art. Damit treffe ich jedenfalls alles hier. Antike Katastrophe. Durch. Auch noch irgendwas kaputt gegangen, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Ah, ich bin gelähmt. Alles Mögliche. Ich heile mich schon. Keine Sorge. Ich würde sagen, er wird nicht stärker, je mehr Sachen ich kaputt habe. Spiraldrache Körper. Nimm das Körper, ich töte dich. Ah! Okay. Linker Schweif wiederbelebt. Geil. Super. Weil er setzt wieder Auferstehung ein, sehe ich gerade. Ja, toll, da sind so viele Körperteile, wo soll ich denn wissen, welcher hier von jetzt hier wiederbelebt? Mal auf den Körper los. Der Körper wird ja wohl nicht wiederbelebt werden, ne? Und hoffentlich auch nicht mit vollen AP oder so, ne? Warte mal, bin ich nicht gerade auf den Körper losgegangen? Ne, der hat noch 100.000 kommen. Ich hatte jetzt schon wieder fast. Das sind viel zu große Zahlen, ey. Ich komme gar nicht mit hier. Müssen wir die Nummern jetzt sehen, ne? Oh, da wurde wieder irgendwas wiederbelebt. So, ich habe keine Zeit, hier irgendwie was nachzudenken oder so. Ich sehe nur Angriffe durch die Gegend, ey. Die Gegend fliegen. Der setzt die ganze Zeit über Limit ein. Die ganze Zeit wegbox. Mein Gott, ey. Mit Riesensturm, gut. Rita, geh doch mal weg. Warum kommst du so nah? So, wieder irgendwas kaputt. So, der Schweif. Oh, der. Oh nein, ich wollte eigentlich nicht mit. Egal. Ich wollte eigentlich nicht mit ihm jetzt hier. Okay, der Körper ist kaputt. Also nehme ich mal an, deswegen bleibt er jetzt hier liegen oder was? Rechter Kopf, linker Kopf, mittlerer Kopf. Auf die Köpfe los. Die Köpfe müssten ja wahrscheinlich wichtig sein, ne? Mystische Art. Wird schon irgendwie. Oh, super, da hat ja gar nichts gemacht. Ah, ich bin schon wieder gelähmt. Nein.
Einer von denen tut wahrscheinlich wieder bleiben, ne? Ja, Schwäche, Wasser, Resistenz, Licht, Resistenz, Feuer. Jetzt habe ich jetzt hier auswendig weiß, geil ist gegen was die Resistenz ist, ey. Jetzt aber nur noch die Köpfe übrig, ne? Oh mein Gott. Ah. Na, ah, Spiraldrachen Körper wieder belebt, aber nicht mit vollen AP, Gott sei Dank. Oh, ich habe gerade erstmal die Hälfte von dem Einkauf abgezogen. Ja, ich werde schon alle Sachen treffen hier auf einmal. Da könntest du mal nicht mehr wegrennen. Aber dafür hat wir, dass wir nur Angriffe durch die Gegend fliegen, ne? Kriegen wir den schon irgendwie down, habe ich so für. Aua, mein Gott. Cell, heil dich. Heil mich auch. Ich sag mal eine Ahnung, was hier abgeht, ey. Aua. Ein bisschen zu krass, was hier alles abgeht, Alter. Hat voll AP passt. Ich habe jetzt zwei Heiler, drei, wenn man mich bezählt. Nein, ich wollte eigentlich nicht mit. Oh, was mache ich hier? Und schon irgendwas. Nein, setz doch deine Dings ein. Boah. Ich habe 3-4 Mal jetzt X gedrückt, ne? Der hat die einfach nicht eingesetzt. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier so wenig sag, aber soll ich dir sagen, ey, fliegen nur Angriffe durch die Gegend, ey. War ja 100% Konzentration. Einer der Köpfe ist kaputt. Sag mal nicht, ich muss sie alle gleichzeitig irgendwie kaputt hauen. Oh. Gelähmt bin ich auch die ganze Zeit. Ja, verdammt. So, irgendwann ist wieder kaputt gegangen. Ich mein Schweif kaputt. Ich habe das Gefühl, trifft das so oder so, also ja, ich glaube oder auch nicht. Ich glaube, der Körper ist gerade kaputt, ne? Ja, voll der nervige Kampf, ey. Oh mein Gott. Ah. Der Körper ist schon wieder da. Und die einfach auf den Kopf los, Kollege. Oh, Flint, lauf da hin. Oh, ich erreiche denn die Hälfte der Zeit gar nicht. Ah. Ah. Ich bin schon überrascht, dass wir hier irgendwie überleben. Also rechter Schweif wieder blieb geil. Bin schon wieder gelähmt, ey, Junge. Cell, nee, sieht nicht gut aus mit dir. Diese immer Limits, die müssen echt nicht sein, ey. 10 Milliarden Überlimits hier einsetzen kann. Jetzt hat er keine mystischen Art. So, kommt her.
Okay, scheint nicht zu absorbieren. Ich sehe da grüne Zahlen, aber die kamen nicht von mir, oder? Ich wollte schon sagen, gib mir Face. Ich muss erstmal mystischer Drang hier abschließen. Wie er aussah. Alter, was für ein Kampf. So, irgendwas ist wieder kaputt gegangen. So, linker Schweif ist fast wieder. Mittlerer Kopf, die Köpfe sind bald weg. Nee, der ist nicht mal annähernd weg. So. Oh Gott. Ich komme nicht an ihn heran. Hilfe. Und er hat den Körper jetzt schon wieder belebt, ehrlich. Oh Gott. Junge, boah. Ich will doch mal was machen, ey. Zum Glück werden die nicht mit voller AP wiederbelebt. Ich hoffe, er bringt mir jetzt nicht einen Kopf wiederbelebt. Die Köpfe können sich auch nicht wiederbeleben, hoffentlich. Er wäre ja richtig beschissen. Ich komme nicht mehr an den heran. Ich komme nicht an den heran. Alter, ich komme ja nicht von der Stelle. Aha. Wieso komme ich nicht mehr an den heran? Mein Gott, lass mich doch mal ein bisschen Schaden hier mit dir machen. Da wieder irgendwas kaputt. Stich. Ja, immer schön auf den Kopf. Sorgt für die sind auch am gefährlichsten, ne? Aber bitte sag mir, die können sich nicht auch wieder leben, ey. Das wäre voll kacke. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich den Kampf hier schaffen soll, ey. Oh Gott. Oh Gott. Zur Not kann ich ja immer noch die Level 200 erreichen, ne? Das ist jetzt nicht das Ding, glaube ich, ja. Ja, schon vorher hier eine Herausforderung ab nach einer Zeit. Ah, linker Kopf, rechter Schweif ist gleich tot. Die kommen immer noch, also nur 200.000. Aber der ist gleich tot. So, komm her. Ich glaube, das ist so die sicherste Methode irgendwie. Dinger ja kaputt zauen, ne? Ach, komm her. Wer hat das gedacht? Rita ist der MVP in diesem Kampf. Ich habe X gedrückt. Ich verstehe manchmal echt nicht. Vielleicht das Schweif wiederbelebe. Ich mal wüsste, wer den hier wiederbelebt, das wäre natürlich gut, ne? Wahrscheinlich ist das nur ein einziger Kopf, ne? Und wenn ich den erledigt habe, ist ja okay. Aha. Voll gestört dieser Kampf. Wer hat sich das hier ausgedacht, ey? Ah, ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist. Der rechte Kopf ist gleich tot. Der rechte Kopf ist weg. Sollen wir jetzt auf den Kopf hier noch losgehen oder? Nee, der erst noch. Ja, die können sie wahrscheinlich auch wieder beleben, ne? Pass auf. Mein Gott. Wäre natürlich das absolut blödste hier. Mein Gott, ey. Alter. Ist das ein Kackkampf hier?
Ja, Auferstehung. Aber linker Schweif, okay. Boah, ich werde sowas von ausrasten, wenn der in die anderen Köpfe ja auch wieder belebt werden können, ne? Ja, jetzt kam jetzt einfach Meteoritensturm ein. Mit welchem schon alles treffen, keine Sorge. Alter. Körper wieder belebt, der war noch nicht mal so lange kaputt. So gut. Ich mal wenigstens. Jeder macht ihr Gangzeichen. Und den weg. Oh, irgendwas kaputt. Macht sie sogar. Linker Kopf. Hat nur noch 70.000. Ja. Scheint aber echt nicht die Köpfe hier wieder zu beleben, oder? Oh, echt? Die Köpfe können auch wieder belebt werden? Ey, was ist das denn für ein Kack? Ey, wie soll ich denn den dann kaputt hauen? Ja, voll unmöglich dann. Oh, was hat denn für ein Dreck, ey. Alter, ey. Hör auf zu spotten, das ist gar nicht der beste Zeitpunkt. Aber ich komme auch nicht irgendwie so daran. Boah, wenn ich hier Yuri steuern würde, dann wäre es voll einfach, glaube ich. Oh, mein Gott. Ich komme ja manchmal einfach nicht an den ran. Ja, du musst es ja unbedingt die Köpfe auch noch wieder beleben, ne? Ist eine andere Kopf. Da, aber nicht mehr so viel natürlich. Da bringt irgendwie nichts, wenn die sich so schnell wieder beleben eigentlich. Da geht er mal kaputt, ey. Auf den kommt wieder nicht dahin. So, wieder ein Kopf kaputt. Er macht den Körper kaputt, glaube ich. Oh mein Gott, ey. Er ist aber auch dämlich gemacht, ey. Ja, Auferstehung, ehrlich. Aber irgendwie nicht funktioniert. Ich habe nicht gesehen, wie da irgendwie was wiederbelebt wurde. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Der Kopf, der Körper. Ich bin schon wieder gelähmt. Jetzt mache ich den anderen Kopf auch noch kaputt. Der Körper wurde schon wieder belebt, ey. Hallo? Lass den doch erstmal ein paar Minuten da liegen, ey. Oh. Na, warte, ey. Das müsste ich kaputt kriegen, ja. Kopf jedenfalls. Aber irgendwann habe ich kaputt gemacht. Alter. Sehr gut. Oh Gott. 79er Treffer. 204.000 Schaden. Na, diesmal ist nicht kaputt gegangen. Körper wieder 204. Rechter Kopf. Mittlerer Kopf. Warum hat denn der mittlere Kopf nur so wenig? Warum hat er nur so wenig verloren, ey? Ist einfach echt zu viel, was hier los ist, ey. Ja, soll ich echt Limit-Trunk oder so einsetzen? Ich hab den mit meinem Kopf jetzt mal los. Mein Gott.
Also ich rate, wenn ich den kaputt habe, dann ist vorbei. Ne, sag mir, ich muss nicht alles. Ey, der Körper war nicht mal für 2 Sekunden irgendwie kaputt. Der tut schon direkt wieder bleiben. Er ist doch kacke. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den treffe, den Körper. Ich habe eine andere Idee. Mein Gott, mach. Schieß ihn jetzt einfach von hier ab. Vielleicht ewig dauern, aber so treffe ich den wenigstens. Ist nicht die feine englische Art, aber komme ich wenigstens dazu, das Ding zu treffen, glaube ich. Dann kann ich mich wirklich mit Raven hier die ganze Zeit wieder hochheilen. Wenn das immer Limit wieder voll ist, komme ich mit. Au! Komme ich mit Rita um Ecke. Oh mein Gott. Ey. Hab ich überhaupt was damit? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott, ey. Mir fällt der Kampf echt nicht. Keine Ahnung, was hier los ist die meiste Zeit. Oh, und das wird ewig dauern, bis ich den Kopf kaputt kriege, ey. So, und weiter. Meteor Storm. Zum Glück werde ich immer irgendwie was treffen mit dem Angriff. Er tut den Körper viel zu schnell wieder beleben, finde ich. So. Mal ob ich noch mehr rausholen können, aber was soll's. Alter. Oh, geht doch nicht so nah an den heran, Raven. Na, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf den Kopf, ey. Das ist der einzige, ich irgendwie dran komme. Raven. Mit Raven ist der ein. Raven ist der einzige, der an den Kopf rankommen kann, habe ich so Gefühl. Also mach mal. Auch wenn er 10 Milliarden Jahre dauert jetzt. Oh mein Gott, ey. Okay. Und die anderen gehen auch auf den los, ne? Also jetzt wird. Ich ziehe die AP ab, aber dort unglaublich lange. Ja, der hat die ganze Zeit ein Schild um sich herum, die ganze Zeit. Okay, die anderen, ich merke gerade, die anderen Köpfe wurden noch nicht wieder belebt. Ja. Ja, danke. Ich bin schon tot, denn du brauchst nicht Schutzfeld einsetzen. Was zum Teufel? Ja, vielleicht haben die Köpfe nicht so eine hohe Priorität wie die anderen dachten, ne? Weiß ich nicht. Wabbeln jetzt nur noch durch die Gegend hier. Oh, ist nur noch der Kopf übrig. Cool. Noch der Kopf, der tut die alle wieder beleben. Der mittlere. Man läuft jetzt nur noch. Oh, jetzt kommt der. Macht weiter. Boah, ehrlich, Junge. Kann noch, kannst du nur noch um Stunden an, ja. Okay. So, ist gleich wieder Zeit für Rita. Es kommt die Rita. Ja, aber ich die ganze Zeit wieder zu beleben. Ey, Junge, ich habe gerade alle Dinger kaputt, ne? Gerade alle Dinger kaputt, ne? Ja. Nein, jetzt wechsel nicht Dingen so.
viel ist das überhaupt? 1, 2, 3, 1,4 Millionen. Oh Gott. Wieso habe ich damit fast jedes Mal? Ja, 1 Milliarde Meteoriten durch die Gegend fliegen. Mystische Art. Ja. So, was habt ihr, war euer Tag so? Boah. Ancient Catastrophe. Und jetzt weiter. Körper ist kaputt. Er wird jetzt wieder für ein paar Sekunden nur am Boden bleiben, ne? Oh. Bin wirklich heilfroh, dass die sich mit vollen AP hier wiederbeleben. Das wäre der absolute Hammer. Wir sagen, wenn ich den mittleren Kopf kaputt kriege, dann hat dann vorbei ist. Er ist gerade irgendwie gefangen gewesen. Ah, Gegner, die sich heilen und wiederbeleben können, gibt doch nichts Schöneres, ne? Ich bin eindeutig in der Lage, den kaputt zu hauen, aber ist nur einfach sehr zeitaufwendig hier. Was ich hier machen muss. Ohne Ende nervig. So, wieder Zeit für Rita. So, der hat weiter auf, immer Ziel zu wechseln. Mittler Kopf 1,2 Millionen. Muss mal zählen, wie viel ich abgezogen bekomme hier. Sehr gut. 1,2 Millionen hatte der mittlere. Alter, ey. Hör auf den. Immer noch 1,2 Millionen. Ich habe den fast gar nichts abgezogen. Resistent gegen Licht. Mein Gott. So. Körper ist wieder. Der Körper ist wieder da. Gerade gesehen, der Körper war kaputt. Dann ist er direkt wieder da. Ich sehe. Ich sehe. Was auch immer er sagt. Ich habe dich gleich, glaube ich. Kann ruhig jemand diesen kritischen Treffer da machen, ne, wie ich die ganze aktiviere. Wenn ich schlecht, da glaube ich gerade jemand. Rita ist gelähmt, nicht gut. Tidal Wave überhaupt irgendjemand heilen? Ein Teil tut das, glaube ich, heilen. Wieder so grüne Zahlen. So, wieder altbekannte Strategie. Setzt mal mystischer Drang die meiste Zeit ein. Ja, das macht ein bisschen mehr Schaden. Hält ihn sogar eine Zeit lang da fest. Ja. Alter. Okay, ich dachte, er ist wieder daneben. Oh Gott. Es wirkt in dem mystischen Arzt nicht so lange. Was ist das? Ah, nicht zaubern. Böse. Ah, ich habe dich, glaube ich, getroffen. Nee. Ja, unfair, ich treffe den auch gar nicht da oben. Leckerei bitte. Mal den hier. Und noch mal. Ja, alle geil. Was haben wir? Mein Gott, Raven ist voll unbesiegbar jetzt. Das war krass. Ich habe mich einfach mit meinen ganzen Pfeilen wieder hoch. Aber bitte sag mir, der Kampf ist vorbei, wenn der Kopf weg ist, der mittlere. Der mittlere kann ja, glaube ich, nur wiederbleiben, oder? Wirklich nichts anderes kann ja noch wieder bleiben. Vielleicht
gucken, ob ich den auch kaputt kriege, den linken Kopf. Rechtzeitig. Der rechte, der war schon lange nicht mehr irgendwie im Leben, glaube ich. Ja, ich treffe doch. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh. Was ist hier gerade los? So kriegen wir jetzt gerade so. So, jetzt habe ich mal wieder hoch. Kommt bitte nicht alle hier hin. Sonst trifft er uns nämlich alle, wenn er so einen frechen Angriff macht. Der mittlere Kopf, der geht gleich down. Oh mein Gott. Ja, alles dann ausballern, was wir haben. Aber sehr gut, Finn. Geiler Angriff. Klang hart sarkastisch, war es aber nicht. So, jetzt wieder den hier. Was zielst du gerade? Mittleren Kopf, gut. Ich weiß nicht, ob das mehr Schaden macht als Meteoritensturm, aber ich hoffe es. Okay. Mein Gott, ist das hier nervig. Definitiv ein ganzer Partner Teil. So, zwei Dinger sind noch am Leben, sehe ich gerade. Nur zwei Zahlen gesehen. Nur die beiden Köpfe. Der Körper wird sowieso gleich wieder. Ja. Ihr könnt den Körper auch ruhig mal ein bisschen länger hier kaputt lassen, ne? Er ist voll stumpfsinnig, wie ich hier die ganze Zeit nur das mache. Oh, Rita wurde wiederbelebt. Dadurch wieder Auferstehung, glaube ich, ne? Weil es kann ihm neben so schnell gewesen sein. Kann ich mal irgendjemand diesen tödlichen Treffer da machen? Ich komme nicht daran. Meine Bodenwelle trifft den nicht da oben. Oh. Also mir als Raven geht's gut. Überhaupt keine Probleme mehr. Ich heim mich die ganze Zeit hoch mit meinen HP und meinen TP. Die ganze Zeit voll maximiert mit allen. Nicht gut. Rita, mache irgendwas nicht spotten. Ist gerade nicht so dolle. Ich dachte, ich wollte mal näher rangehen, um ihn zu treffen. Einen tödlichen Schlag, aber bringt nichts. Gott verdammt, Rita. Jetzt gerade ich noch mal wieder Auferstehung eingesetzt. Wenn er bei Gegner laufe ich, ne? Ja, finde ich gut. Er läuft manchmal aus seiner Wiederauferstehung raus, einfach wird dann nicht dadurch getroffen. So, noch 300.000 kommen. Weiter hier mit irgendwie hat Gefühl, macht irgendwie nicht so viel Schaden, wie ich jetzt möchte. Echt, da kommt wieder, ey, mich auf den Arm nehmen. Da habe ich doch fast alle Köpfe kaputt. Da kommt jetzt wieder der rechte. Alter, da wieder nur zwei Dinger übrig. Euer linke Kopf sitzt kaputt. Da wird aber gleich wieder sein Kollegen wieder beleben, ne? Eigentlich auf den rechten, auf den mittleren, verdammt. Alter, er macht mich fertig. Da guckt sich da auch mal einer an, was hier los ist. Jetzt sollte ja echt irgendwie eine Übersicht behalten von all dem. Nee, ne? Auch wieder Auferstehung und hat diese Fähigkeit, wo wir da
alle TP und KP zurückbekommt. So, mit Larkopf, du bist gleich dran. Was zum Teufel? Hey, vor allem waren sie alle fast tot hier. Oh Gott, ey. Geh kaputt. Jetzt, wo ich diese Strategie mache, ist der Kampf voll tot langweilig übrigens, ne? Aber wenn ich Yuri gesteuert hätte, dann wäre ich auch nur die ganze Zeit eben hinterher gerannt, ne? Weil Yuri kann ja nicht gestunt werden, staggert, was weiß ich, wie man das nennt. Also hätte ich ihn wahrscheinlich die ganze Zeit verfolgt, nur. Ja, du bist gleich weg. Bitte sag mir danach, was das. Das ist mir ein bisschen zu dämlich hier gerade. Möchte ich nicht unbedingt wieder weiterempfehlen den Kampf hier. Los, gleich, komm, geh kaputt. Muss man noch deinen einen Kopf kaputt kriegen, ne? Und wehe, der mittlere Kopf wird wieder belebt. So. Nein, der rechte Kopf ist auch noch am Leben. Gott, nein. Nein. Der tut dem mittleren gleich wieder beleben, pass auf. Okay, nur noch der Kopf ist übrig. Schnaut den kaputt. Rita, mach ihn fertig. Kopf ist betäubt, glaube ich. Halt den irgendwie fest, damit er nicht zaubern kann oder irgendwas. Aber der ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er ist weg. Oh mein Gott. Das war ein voll beschissener Kampf. Gott, war das eine Zeitaufwendigkeit hier. Wir haben es geschafft. Geht's allen gut? Ich kann nicht glauben, dass so etwas früher tatsächlich die Welt beherrschte. Oma war so hass dafür, dass die Wiederbelebung dieses Albtraums für ihn die einzige Option darstellte. Es ist tragisch, von so vielen umgeben zu sein, die ihn liebten, ohne dass die Liebe sein Mitleid, sein Leid mindern konnten. Sein Volk hat ein Gefängnis in ein Paradies verwandelt, während er sich selbst einsperrte. Klingt logisch, schließlich haben sie ursprünglich ihn eingesperrt, nicht wahr? Dass ein Ort gleichzeitig ein Paradies und ein Gefängnis ist, das braucht mir, da raucht mir der Schädel. Eltern seinen Zorn fest, während alle um ihn herum vergaßen. Er muss sich so allein gefühlt haben. Ich frage mich, wie lange es gebraucht hätte, um seinen Groll loszulassen. Wer weiß, 100 Jahre? 1000? Grand Clay hat vielleicht geglaubt, dass es irgendwann soweit ist. Wie kommst du darauf? Die wahllose Art, wie sein Buch geschrieben war, das nur den halben Schlüssel nahm, selbst nicht. Du meinst, er gab acht, nicht zu viele Hinweise zu hinterlassen, aber er wollte es auch nicht vergessen? Vielleicht hat er das Buch doch selbst geschrieben. Die Strategie hat Oma offensichtlich nicht geholfen, aber für die anderen ist sie aufgegangen. Vielleicht wollten die Entlexer genau das? Jawohl, genau wie ihre Vorfahren. Schon gut, verlieren wir das Wesentliche nicht aus den Augen. Wir haben noch etwas zu erledigen. Sie haben recht, lasst uns weitergehen, sobald wir etwas Atem geschöpft haben. Paradiespionier. Spiraldrache. Nostalgie wird überschätzt. Oh, das klingt irgendwie, als hätten wir die abgeschlossen.6, 7, 8, wir sind 9 Charaktere. Oh ja, hier ist ein Speicherpunkt, stimmt. Oh. Ich sagen, wir gucken jetzt noch mal, was hier noch abgeht, ne? Boom. Wo ist das? Paradiespionier. Du hast endlich das Paradies erreicht. Jetzt musst du aber erkennen, dass es seinem Namen nicht gerecht wird. Wie sieht eigentlich jetzt hier aus?
97%. Wo habe ich denn bitte schon 3% noch an Monstern übersehen? Oh mein Gott, das ist so frustrierend gerade. So, geht's jetzt noch weiter? Oh, anscheinend nicht. Okay, ich glaube, wir sind ja fertig. Okay. Sieht hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Okay, sind wir jetzt einfach hier reingegangen, haben den fertig gemacht und jetzt gehen wir wieder raus, ne? Ich habe eine Trophäe bekommen, also nehme ich jetzt mal an. Das war's, ne? Warum muss ich jetzt echt irgendwie noch so eine... Ich möchte mal gerade gucken. Da was fällt das überhaupt? Drache, ne? Spiraldrache. Ist ja irgendwo ganz unten drin sein, ne? Spiraldrache. Also mal nichts zum Klauen gab oder so, ne? Oma, ja, okay. Mein Gott, das Viech, das war ja nervig zu bekämpfen. Ja, ist hier nichts mehr los jetzt? Okay. Nichts mehr? Bin jetzt ja einfach raus, wir haben den erledigt. Keine Feier oder was weiß ich, irgendwie was. Okay, anscheinend nicht. Jo, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Haben wir ja eigentlich alles erledigt, ne? Ich werde definitiv noch bis Level 200 hochgrinden. Und der letzte Part wird definitiv nochmal ein Kampf gegen Duke sein mit Level 200 und den Teufelswaffen, damit wir unsere kleine Rache hier bekommen gegen den. Und ja, ansonsten... Weiß ich nicht. Schauen, ich muss dann diese 3% hier irgendwie nur nachschlagen, wo die ganzen Monster sind, weil ich hätte gern noch irgendwie alles vollständig. Wir sind 97% beim Monsterbuch und 99% beim Gegenständebuch. Also irgendwas muss ich ja hier verpasst haben dann, ne? Ich würde sagen, dann würde ich dann noch nachschlagen, ne? Damit wir jetzt nicht so kurz vorm Ende irgendwie hier nicht vollständig haben, die Dinger. Wäre ja voll frustrierend. Aber gut, aber für diesen Part war es dann jetzt erstmal, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Aber ich habe jetzt genau das gleiche gesagt hintereinander. Wir sehen uns im nächsten Part. Liked, abonniert und all das gute Zeug. Tschüss.